Drei Jahre Ball und Budenzauber im Ländle, Giovane Elba de Sousa sei Dank. 87 Spiele, 41 Tore für den VfB. Sie alle wissen ganz genau, was sie an ihm hatten. Kiss him and say goodbye. Ciao, Giovane. Der Pokalfinalist ganz in Weiß, ohne Balakow und Berthold, für den gesperrten Elba im Übrigen Hagner, zweite Spitze neben Bobic. Das ist Haber, heute Manndecker. Legat wieder dabei. Schönes Zusammenspiel zwischen den beiden. Gefühlvolle Flanke und Hagner. 1:0 für den VfB. Siebtes Saisontor für Matthias Hagner. Er ja im Aufgebot für das Ukraine-Länderspiel in einer Woche. Noch einmal diese tolle Zusammenarbeit da auf der linken Seite. Und dann die Maßarbeit von Legat Hagner vor Silvio Meissner. Wenn man überhaupt von einem Fehler in der Bielefelder Abwehr sprechen will, dann war Meissner hier zu weit weg von Hagner. Und der hatte im Übrigen auch vor einer Woche in München den Führungstreffer erzielt. Zwei Minuten später, Freistoß VfB Haber. Ferlat! Kopfballtorpedo vom schwäbischen Libero. Frank Ferlat neben Elba und Bobic, beständigster VfB-Spieler in dieser Saison. Und da hatte Miletic wirklich keine Chance. 0:2 aus Sicht von Ernst Middendorp. Nächstes Jahr, so der feinfühlige Bielefelder Coach vor der Partie, spielt er gegen den Abstieg. Sowas nennt man wohl Trainerpsychologie. Seine Arminia ebenso wie der VfB zuletzt mit 3 Niederlagen in Folge bis dahin zu passiv. Aber dann Zvonimir Soldo, was macht er? Ronald Maul und Stefan Kunz. Der Anschlusstreffer 1:2, Saisontor Nummer 13 für den Torschützenkönig von 94, Stefan Kunz. Soldo nach seiner Knieoperation erstmals wieder dabei, hier mit dem großen Fehler und dann keine Chance für Wohlfahrt. 3 Tore bereits im Gottlieb-Daimler-Stadion, dennoch das Spiel bis dahin eher nur durchschnittlich. Aber klasse gemacht hier von Stefan Kunz. Also verdiente Pausenführung für den VfB, Familienidylle bei den Elbers, der neue Bayernstar, Ehefrau Cynthia und Töchterchen Camilla. Zweite Halbzeit, personell zunächst alles beim Alten. Der VfB mit Andreas Buck geht ja zu Kaiserslautern. Riesenfehler, Abschiedsgeschenk, Fragezeichen, Ronald Maul. Ein super Tor von Ronald Maul, Ausgleich für die Westfalen, 2:2, nicht zu fassen, das dachte wohl auch Giovane Elba. Dieser Riesenfehler hier von Andreas Buck und dann Ronald Maul mit dem Außenriss, klasse gemacht, herumgeschnibbelt an Franz Wohlfahrt, allererste Sahne. Joachim Löw, Traineraufsteiger der Saison, trotz des blöden individuellen VfB-Fehlers, penetrant gelassen. Beim VfB mittlerweile Lischtes für den verletzten Schneider und Fournier für Schwarz im Spiel und die Schwaben jetzt klar überlegen. Fredi Bobic, bis dahin kaum was zu sehen vom Nationalstürmer, aber dann dieser Pass auf Hagner. 3:2 und das zweite Tor für Hagner. Ja, ja, die Nominierung von Berti, ein Aufputschmittel für den ehemaligen Frankfurter. Matthias Hagner und dann Miletic getunnelt. Es war übrigens kein Abseits, der Pass von Fredi Bobic hier gleich zu sehen. Schiedsrichter Jürgen Austrup sofort den Arm, schaute zuvor zu seinem Linienrichter, ließ weiterspielen, aber dann ganz clever und cool gemacht von Matthias Hagner. Aber was war eigentlich mit Fredi Bobic los? Bis dahin kaum Torchance für ihn. Elba fehlt ihm wohl, aber er war Vorbereiter, wie hier. Toller Pass auf Poschner. Tja, und wieder Matthias Hagner. Drittes Tor in diesem Spiel, 9 insgesamt in dieser Saison. Der Mann des Tages mit der nachdrücklichen Empfehlung für das Länderspiel für Berti gegen die Ukraine. 4:2 der Endstand, die VfB-Generalprobe für das Pokalfinale, also eindrucksvoll gelungen, aber auch Kompliment an Bielefeld für eine tolle Saison. Gabi Papenburg und Kai-Uwe Hennig mit Interviews.
klar, ein tolles Gefühl, wenn 3 Tore macht. Ich habe jetzt 9 Stück gemacht, bin fast an meinem Saisonziel an die 10 Tore rangekommen, aber war halt nochmal ein Abschluss, wo man Fans nochmal zeigen wollten, dass wir noch gewinnen können nach 3 Niederlagen hintereinander und denken, wir haben nochmal einiges zu holen mit 6 Tore. Ich versuche jetzt alles bei anderen Vereinen zu geben, aber ich muss sagen, hier bei Stuttgart mit diesem Publikum war sehr schön und ich muss sagen, das vergesse ich nie. Familienmensch Giovane Elber, hoffentlich bleibt der sympathische Brasilianer auch im nächsten Jahr der verspielte, unbeschwerte Flipper im Haifischbecken Bayern München. Giovane Elber und sein Töchterchen, die hat ja schon ganz schön zugelegt, sieht ja ganz schön prall schon aus. Ein süßer Fratz und bald eine kleine Münchnerin. Das sind die letzten Bilder von Giovane Elber. Wunderbar. In Stuttgart, ich denke schon, dass der es packen wird bei Bayern München. Der Mann, der nicht nur Tore schießt, der Mann, der sie auch vorbereiten kann. Letzte gemeinschaftliche Laola für die Fans des VfB Stuttgart.